Hallo, ich habe vor ein paar Tagen ein BBC Microbit erhalten. So sieht das Teil aus. Da gibt es verschiedene Ein- und Ausgänge. Das Ding hat einen Prozessor und einen Kompass, einen Beschleunigungssensor und auf der Rückseite jede Menge LEDs und zwei Taster. Auf der Vorderseite ist auch noch einer hier oben. Und das Ganze hat Bluetooth schon integriert. Man kann es direkt mit seinem Handy koppeln und programmieren. Und ich schalte es einfach mal ein. Gucken wir mal, was passiert. Gucken, ob ich das hier einhändig hinkriege. So, und wenn man es dann eingeschaltet hat, startet auch schon direkt das zuletzt übertragene Programm. In dem Fall. Das ist jetzt ein Programm, was mit dem Handy kommuniziert und einen Fernauslöser für die Kamera darstellt. Ja, also mit dem Board kann man jede Menge machen. Es gibt verschiedenste Programmierumgebungen, unter anderem das Open Roberta Lab, in dem man es im Webbrowser programmieren kann. Und heute dazu gekommen ist diese Kiste von Dexter Industries. Und das enthält den neuesten Roboter. Auf der Website findet ihr dann mehr Informationen auch. Und dieser Roboter nutzt das Microbit als Gehirn des Ganzen. Packen das hier mal aus. Dann sieht man schon das Herzstück des Ganzen. Eine große Platine mit Motoren, einem Batteriefach und Platz für Sensoren, so wie es aussieht. Und noch in der Kiste sind die zwei Räder für die Motoren. Und Verbindungsstücke oder ich weiß noch nicht genau, wofür die gut sind, aber ich werde es später herausfinden, könnten Distanzscheiben für die Räder sein. Das befindet sich alles in dieser Kiste. Und programmieren lässt sich das Ganze dann mit derselben Umgebung, wie ich das BBC Microbit programmiere. Das Board lässt sich an dieser Stelle hier einstecken, wird dann auch über die Batterien des Roboters versorgt. Und so kann ich mit sehr einfachen Mitteln und einem sehr günstigen Mikrocomputer einen Roboter bauen. Hier nochmal die Rückansicht. Vorne so einen sehr stabilen Metallkugelrad. Das hier könnte so eine Art Liniensensor sein, den man hier einbauen kann oder der hier sogar schon integriert ist. Ich weiß es nicht genau. Und zwei Motoren. Ja, und auf der Rückseite wird dann das BBC Microbit eingesteckt und damit lässt sich dann dieser Roboter programmieren. Das zeige ich euch dann im nächsten Video, wie das Ganze aussieht.